25 Jahre stand er an der Spitze der charismatischen Ansgarkirche. Wolfram Kopfermann. 1988 hatte der Pastor der Hauptkirche St. Petri in Hamburg die Landeskirche verlassen, um seine Vision von Gemeinde zu verwirklichen und eine Freikirche zu gründen. Heute zählt die Ansgarkirche, namentlich auf den ersten Bischof Hamburgs zurückgehend, deutschlandweit mehrere Gemeinden. Die Ansgarkirche versteht sich als Gemeindegründungsbewegung. 2013 übergab Wolfram Kopfermann die Kirchenleitung an seinen Nachfolger. Der charismatische Pastor und Redner verstarb im November 2018 im Alter von 80 Jahren. Durch die von ihm gegründeten Gemeinden und sein Wirken als Autor lebt sein Traum jedoch auch nach seinem Tod weiter. Eine großflächige geistliche Erweckung in Deutschland. Liebe Zuschauer, sein Name ist mit einer der größten Erweckungen in der evangelischen Kirche verbunden. 1988 sorgte dieser Pastor mit seinem spektakulären Austritt aus der Landeskirche gemeinsam mit Hunderten von Gläubigen für Schlagzeilen. Obwohl ihn seine Parkinson-Erkrankung heute einschränkt, hat er sich bereit erklärt, uns hier in der von ihm gegründeten Freikirche, der Ansgarkirche, zu empfangen. Schön, dass Sie diese Sendung ermöglichen, Herr Pastor Kopfermann. Wir haben viele Fragen an Sie über Ihren Weg, wie Erweckung geht, was Sie heute vielleicht anders machen würden, wie Sie die evangelische Kirche heute sehen und so weiter. Aber bevor wir dazu kommen, wie geht es Ihnen denn heute und wie geht es mit dem Leben mit Parkinson? Es gibt einen Gewöhnungseffekt. Ich kann mit der Einschränkung, die das vitalitätsmäßig und körperlich bedeutet, besser umgehen. Ich werde von vier verschiedenen Seiten behandelt, schulmedizinisch, nicht schulmedizinisch, mit Gymnastik, mit Logopädie. Das ist eine Verfeinerung des Sprechvermögens. So wird die Krankheit gleichsam eingekreist und sie wird schwächer dadurch, ist mein Eindruck. Dann danke für den Mut, dennoch vor die Kamera zu gehen und unsere Fragen zu beantworten. Die Sendung heißt ja Lauf des Lebens. Und Ihr Lauf begann 1938 in Bewährungen. Bewährungen. Bewährungen, ja. Ein kleiner Ort damals von etwa 6000 Einwohnern. Mein Vater war Zahnarzt. Meine Mutter Hausfrau. Wir waren vier Kinder. Meine Mutter hat es nicht immer ganz einfach gehabt, weil mein Vater nicht sehr geschäftstüchtig war. Er war Künstler, hätte lieber andere Dinge getan, als Zähne zu behandeln. Wie kamen Sie zum Glauben oder zur Theologie dann weiter? Ich lernte 1953 einen für mich faszinierenden Mann kennen, der kein Pastor war, kein Pfarrer, kein kirchlicher Mann, sondern Berufssoldat gewesen war, nach dem Krieg dann in der Industrie tätig war. Arthur Richter war sein Name. Ich lernte ihn kennen bei einer sogenannten Aufbauwoche, heute würde man sagen Evangelisationswoche, in einer Kirchengemeinde gegenüber von Bewährungen auf der anderen Weserseite. Ich war völlig fasziniert von ihm. Er war modern, er war klug, er konnte gut formulieren. Er stand mitten im Leben. Und für meine Generation war ein Christentum, das gefühlig war, eher negativ besetzt. Mich faszinierte dieser Mann und ich erinnere mich, dass er einen seiner Vorträge beendete mit dem Satz: Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Ich lernte ihn persönlich kennen, ging auf eine seiner Tagungen. Er mochte mich offensichtlich, vielleicht weil er keine eigenen Söhne hatte. Er hat mich tiefer geprägt, als ich wahrscheinlich sagen kann. Mein Vater war eifersüchtig. Er sagte, was dieser Mann dir sagt, das habe ich mir an Schuhsohlen abgelaufen. Nur das stimmte nicht mit den Schuhsohlen. Er war mir so wichtig, dass ich die Art, wie er sprach, übernommen habe. Und irgendwann sagte eine Studentin, die mich vor ihm kannte, der Richter spricht so wie der Kopfermann. In Wirklichkeit war es umgekehrt. Das war mein Einstieg in den Glauben. Das heißt, eine Evangelisationswoche im Nachbarort. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ich war sehr bereit für Gott. Ich hatte schon
vorher einen Glauben an Gott und an Jesus. Ich habe nie in meinem Leben gezweifelt, dass Gott existiert, dass Jesus da ist. Das heißt, Elternhaus war auch gläubig? Elternhaus war nicht gläubig. Meine Mutter war Pfarrerstochter, aber mein Großvater war ein liberaler Mann, der eine Theologie hatte, vor der ich mich grause. Mein Vater lebte Literatur, besonders den norwegischen Schriftsteller Hamsun. Er war kein gläubiger Christ, beide waren es nicht. Und dann wurde der Sohn plötzlich fromm. Ich habe das später als eine gewisse Chance gesehen. Mir ist die Enge des Pietismus erspart geblieben. Die oft anzutretende Enge, nicht immer vorhandene Enge. Was war die nächste Station nach Beverungen? Die nächste Station war das Alumnat in Höxter an der Weser, wo ich Abitur gemacht habe. Darf ich kurz nachfragen? Alumnat? Alumnat ist ein Schülerpensionat. Okay. Also ein Internat ohne eine angegliederte Schule. Hier habe ich die Chance, der Landeskirche zu danken für das, was sie in meinem Leben gebracht hat. Mein Vater wollte mich von der Schule nehmen, weil wir kein Geld mehr hatten. Es gab damals Schulpflicht, die kostenpflichtig war. Mein Religionslehrer setzte sich ein, dass die Landeskirche von Westfalen mir einen Freiplatz schenkte auf diesem Alumnat für 2 Jahre. Das ist das erste Mal, dass meine Kirche mich gefördert hat, aber es war nicht das letzte Mal. Auch später, zu Zeiten der von Ihnen angesprochenen Erweckung, hat sie es vielfältig getan. Ich kann nur einen großen Dank dafür sagen. Aber lassen Sie uns zurückspringen zum Alumnat. Wie ging es dann weiter? Danach war der nächste Schritt das Theologiestudium? Nach dem Alumnat und nach dem Abitur 1958 habe ich in Bethel bei Bielefeld angefangen, Theologie zu studieren, 2 Semester. Dann wussten Sie, dass Sie ausgerechnet Theologie studieren wollten? Es schwankte zeitweise. Als ich Christ geworden war, wollte ich 2 Dinge tun in meinem Leben. Ich wollte Menschen zu Jesus führen, egal auf welche Methode. Und ich wollte lehren, biblische Lehre weitergeben. Insofern war das sehr früh bei mir verankert. Ich kann aber nicht von einer Berufung sprechen. Ich kann nur von einer Berufung zum Glauben sprechen, aber nicht zum Theologiestudium. Und da waren Sie ja nicht nur in Bethel, sondern auch in Heidelberg und Erlangen, wenn ich richtig nachgelesen habe. Und dann haben Sie noch Soziologie draufgepackt. Ja, in Heidelberg habe ich angefangen, Soziologie zu studieren. Und in Erlangen und Nürnberg, das sind 2 unterschiedliche Ausbildungsteile gewesen. Ich war fasziniert von der Gesellschaft, bin es heute noch, versuche Interessen, Trends wahrzunehmen und zu analysieren. Und dann kamen Sie irgendwann mal in den Marburger Kreis. Der Marburger Kreis ist ein Kind von Arthur Richter, von dem ich schon sprach. Der Marburger Kreis kommt aus der Tradition der Oxford-Gruppenbewegung, an deren Beginn ein Mann steht, der hieß Frank Buchmann. Das war ein sehr begabter Evangelist, dem es gelungen ist, gerade akademische Leute, die gerne kritisch denken, zu gewinnen. Mit einer einfachen Sprache und einfacher Botschaft und mit Ausdrucksformen, die damals nicht überall bekannt waren. Und dass ich Arthur Richter so schätzte, führte dann dazu, dass ich auch mit in den Marburger Kreis hinüberging, der, ich glaube, 1956 entstanden ist. Und nach dem Theologiestudium traten Sie zuerst eine Pfarrstelle in Bayern an. Ich vermute Bayern, weil Sie in Erlangen dann Ihr Studium beendet hatten. Nach dem Theologiestudium bin ich 6 Jahre Wissenschaftsassistent gewesen an der Theologischen Fakultät Erlangen. Das war eine neue Prägung. Neben der evangelistischen und der missionarischen, der seelsorgerlichen durch den Marburger Kreis. Ich lernte die Welt der Lehre kennen, stärker. Hatte einen Chef, einen Professor, der sehr liberal war in seinem Umgang mit Menschen, sehr großzügig, sehr viel Raum ließ, obwohl sein Ruf ein anderer war. Und dann lernte ich kennen, dass die Lehre der Kirche wichtig ist für das Leben der Kirche. Das ist ein Akzent, den manche nicht mitmachen. Sie schätzen das Leben, den Glauben, die Frömmigkeit und sind der Theologie gegenüber sehr skeptisch. Das war bei mir nicht so. Und ich lernte, dass
Lebensfragen, Glaubensfragen sind und dass die Lehre einen wichtigen Platz im Leben der Kirche hat. Sie kann isoliert sein, dann ist sie tot. Aber wenn sie lebendig ist, dann kann sie Klärungsprozesse herbeiführen und sehr hilfreich sein. Und dann gingen Sie in den Pfarrdienst nach Friesenhausen, nahe dem Schloss Kraheim. Ja, wir gingen wegen Schloss Kraheim auf diese kleine Dorfpfarrstelle. Genau gesagt, es gab zwei Gründe. Ich wollte promovieren und ich wollte wegen meiner Frau Schloss Kraheim in der Nähe haben. Helfen Sie uns, was war damals besonders an Schloss Kraheim? Es war ein deutsches Zentrum, vielleicht sogar ein europäisches Zentrum der sogenannten charismatischen Bewegung. Es war ja sehr früh in der charismatischen Bewegung. Wie kam es dazu, zu diesem Leben in Schloss Kraheim? Es gab einige Männer, die Ende 30 waren, so um 40 herum, die sich damals in einer gemeinsamen Berufung zusammenfanden. Das war ein Lutheraner, Arnold Bittlinger, der Vater der charismatischen Bewegung in Deutschland. Das war ein Baptist, das war noch ein Baptist, das war ein katholischer Ordensmann. Die fanden sich zusammen unter einer Berufung für Einheit und geistliches Leben zu existieren. Und Sie kamen dann frisch da aus der Uni, da noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ganz aus der Wissenschaft. Wie haben Sie es damals schon erlebt, Schloss Kraheim, charismatisches Zentrum, die Uni-Theologie auf der anderen Seite? Die charismatische Bewegung ist etwa 1963 nach Deutschland gekommen, dieser neue Strom durch Bittlinger. Und wir haben von Anfang an das hier mit Liebe verfolgt. Ich kannte Bittlinger vorher schon durch den Marburger Kreis. Und ich war sehr neugierig, ob Gott aber etwas Neues tut. Ich habe mich nicht sehr schnell geöffnet, weil ich nicht auf etwas reinfallen wollte. Meine Frau war da viel spontaner und schneller. Und als dann Kraheim begann, das muss so 70 rum gewesen sein, da waren wir sehr interessiert, das mitzubekommen, was da geschah. Da kamen dann internationale Sprecher zum Teil und vermittelten diesen neuen Impuls. Was war der neue Impuls oder was war an Schloss Kraheim anders? Also knapp gesagt, die Geistesgaben aus dem 1. Korintherbrief, Zungenreden, Prophetie, Heilung. Insgesamt ein intensiviertes Vertrauen auf den Heiligen Geist, weniger auf menschliche Machbarkeiten. Das waren die Hauptakzente. Okay, das heißt, da bekamen Sie dann die erste charismatische Prägung. Ich habe in Kraheim mitgearbeitet, eine Zeit lang als Leiter im Mitarbeiterkreis. Und am Ende meiner Friesenhäuser-Epoche habe ich mich enttäuscht abgewandt. Ich fand das nicht überzeugend, was da gelebt wurde. Warum? Für mich war es zu stark eine Betonung der Geistesgaben, die ich ernst nahm, die ich fördern konnte, soweit das möglich war. Für mich ging es um die Frage, was ist die Kirche, was lebt die Kirche, was ist Gemeinde und wie wird die Gemeinde missionarisch aktiv? Kann man sagen, Wolfram Kopfemann hat sich vom Schloss Kraheim damals abgewandt, weil es ihm zu charismatisch war? Wenn man daraus nicht eine Demonstration macht, dann ja. Ich lernte dann später in meiner Hamburger Zeit Heribert Mühlen kennen, einen katholischen Dogmatikprofessor, der auch zur charismatischen Bewegung gehörte, aber der meine Akzente setzte, meine in Gänsefüßchen. Was sind Ihre Akzente? Erneuerung der Kirche, Evangelisation, missionarische Aktivität. Ich hatte 15 Jahre meines Glaubens die Gemeinde nicht entdeckt. Ich habe sie einfach nicht entdeckt. Ich habe nur Gemeinschaft entdeckt, Seelsorge, Einsatz, aber nicht das Zuhause-Sein in einer örtlichen Gemeinde. Das war mir fremd. Und als ich diesen Akzent in mein Leben aufgenommen hatte. Das war in Friesenhausen, wo Sie das kennengelernt haben, Gemeinde? Das war in diesen Jahren. Mhm. Immer so eine Verbindung von Schriftstudium und geistlicher Erkenntnis. Als ich das verstanden hatte, da habe ich diesen Akzent bis heute immer neu gesetzt. Es geht um Jesus, aber es geht auch um die Gemeinde. Mhm. Nun ist es von Friesenhausen, Dorfkirche, irgendwo in Süddeutschland, nach St. Petri, Hamburg, ein weiter Weg. Ich bekam eines Abends im November 1973 einen Anruf von einem mir völlig unbekannten Hamburger Hauptpastor.
Er sagte: Bruder Kopfermann, haben Sie Interesse, nach St. Petri in Hamburg zu kommen? Ich hatte keine Beziehung zu Hamburg, keine Beziehung zu einer Hauptkirche. Und ich sagte ihm am Telefon: Ich kann hier nicht weg. Die Gemeinde ist jahrelang ohne Pfarrer gewesen, weil das ein Grenzlandgebiet war, zur DDR hin. Ich kann die Gemeinde nicht wieder verlassen nach 2,5 Jahren. Das geht nicht, menschlich nicht. Und er sagt: Überlegen Sie sich das doch noch mal. Und wenn Sie Lust haben, rufen Sie mich noch mal an. Und da begann bei mir ein Prozess des Fragens: Gott, was willst du mit meinem Leben machen, meiner Familie? Wie kam der Hamburger Hauptpastor auf Sie? Ich nehme an, ich war eine Verlegenheitslösung. Die Hamburger Hauptkirchen sind so Flaggschiffe einer Landeskirche. Und da wollte wahrscheinlich keiner neben den sehr begabten beiden vorhandenen Pastoren seinen Dienst antreten. Ich habe das aber nie erfahren. Ich nehme es also an. Und dann habe ich versucht, den Willen Gottes herauszukriegen, habe Gespräche geführt. Meine Kirchenoberen haben mich zitiert, haben mich versucht abzuhalten von dem Schritt in Bayern. Sogar der Bischof Zitzfelbinger hat mich zitiert zu ihm nach München. Er sagte: Ich möchte Sie nicht verlieren. Das war eine große Ehre für mich, aber hat mich nicht abgehalten, dann doch nach Hamburg zu gehen, eine Probepredigt zu machen und gegen einen anderen Kandidaten sozusagen zu gewinnen. Und dann haben Sie Ihre Sachen gepackt und kamen hier in der Großstadt an. Wie war das damals? Ich fühlte mich im Großstadtmilieu von Anfang an wohl. Ich mag diesen liberalen Geist dieser Stadt, die Großzügigkeit, die Weite. Ich mag auch das Klima, wo immer ein leichter Wind weht. Das war ein Nebenakzent. Und ich habe dann einen Platz gesucht, neben diesen beiden dynamischen älteren Kollegen in der Petrikirche. Und das dauerte eine Zeit lang, bis ich wusste, wo ich entlang gehen konnte. Aber Sie hatten ja damals schon diesen charismatischen Touch von Schloss Kraheim. Ja. Warum haben die Kollegen ausgerechnet Sie da gerufen? Sie wussten ja, was das für eine Richtung ist. Der Hauptpastor sagte: Ich habe ein linkes Bein und ich brauche ein rechtes Bein, das sind Sie. Ich soll sagen, der Kollege, der mit linkem Bein bezeichnet wurde, war diesem Hauptpastor etwas zu links, theologisch, nicht politisch. Und er hoffte sich von mir eine Art Ausgleich. Der er dann gekriegt hat. Nicht so, wie er dachte. Wie ging es in St. Petri los? Es ging damit los, also ich hatte noch das Amt des Vorstehers der Hamburger Stadtmission inne. Es war ein Ehrenamt, das bot mir Gestaltungsmöglichkeit für Wochenenden, geistliche Wochenenden. Das habe ich genutzt. Und eines Tages sah ich in einem Bücherregal zwei Bücher von Herbert Mühlen liegen. Das war dieser Dogmatikprofessor, der katholische, Einübung in die christliche Grunderfahrung. Das hat mich fasziniert. Ich habe dann mit diesen Büchern, ohne ihn zu kennen, zwei Seminare begonnen. Das war ziemlich steif, fand ich. Ziemlich unpersönlich. Aber aus diesen Anfängen hat sich ein Grundkurs des Glaubens entwickelt, der in ganz Deutschland dann abgerufen wurde. Wo Leute fragen: Dürfen wir die Bänder haben oder die Grundlagen? Ein missionarischer Grundkurs, der hamburgisch orientiert war, also gar nichts voraussetzte. Und der viele, viele Menschen zum Glauben geführt hat. Er kam erst sehr spät als Buch heraus, erst in den 90ern. Das ist im Buch aber bekommen, das wie ein Wein, der gelagert war. Das heißt, die haben ausgehend von diesen Büchern dieses katholischen Theologieprofessoren begonnen, den Leuten die Glaubensgrundlagen nahezubringen in Seminaren. Ja, ja. In einer Verbindung von Lehrvermittlungen und einladenden Hilfen zum Umsetzen des Glaubens. Das ist ein Modell, das inzwischen in Deutschland sehr bekannt ist, besonders durch die Alpha-Kurse, die an vielen Stellen durchgeführt werden. Meines Wissens war aber der Grundkurs des Glaubens, den wir geführt haben, der Startpunkt. Okay, also ein neuer Pastor, heißt das ja in Hamburg, aus Bayern. Und der fängt dann da an St. Petri diese Glaubenskurse an. Wie ging es dann weiter? Aus den Glaubenskursen erwuchs die Frage, ob wir charismatische Gottesdienste feiern könnten. Gottesdienste, in denen Raum sein sollte für diese Geistesgaben, diese spontanen Äußerungen, diese freien Gebete. Diesen Akt der Lebenshingabe an Christus. Und der Hauptpastor, von dem ich schon sprach, hatte die Größe zu sagen: Ich gestatte Ihnen das. Ich stand unter seiner Autorität.
fangen Sie damit an, mit solchen kleinen Gottesdiensten. Wir haben in einer Kapelle der Petrikirche mit 13 Leuten begonnen. Und das wuchs und wuchs und wuchs. Sie haben vorhin von einer Erweckung gesprochen. Ich teile diese Einschätzung. Es war wirklich eine Erweckung. In ganz wenigen Jahren war das ein Zentrum, wo die Leute weit herkamen in die Abendgottesdienste und den Segen mitnahmen, für sich beten ließen. Was war genau anders an den Gottesdiensten, die Sie dort in der Landeskirche gemacht haben, im Vergleich zu den anderen Gottesdiensten, die dort sonst von Ihren Kollegen stattfanden? Und von mir, ich habe hier weiter meinen regulären Dienst getan. Was nicht anders war, war die Aufnahme von Liturgie. Ich bin der Meinung, dass Liturgie ein Geschenk ist, dass es nicht stimmt, dass alles, was früher war, schlecht war und alles, was heute kommt, gut ist. Das heißt, wir haben das Abendmahl in jedem charismatischen Gottesdienst gefeiert. Wir haben eine Liturgie gehabt, also eine feste Abfolge von Gebeten und Lesungen. Neu war darin, dass es Lieder gab, die erst zum Teil Monate alt waren, dass die Begleitung durch die Orgel ersetzt wurde, durch die Begleitung mit Schlagzeug und Gitarre und anderen Instrumenten. Neu war, dass es eine Möglichkeit gab, in dieser Zungenrede zu singen. Das hatte in der großen Kirche einen schönen Klang, das klang wie Himmelsgesang. Wie haben andere Gemeindemitglieder darauf reagiert, als dort plötzlich in unverständlichen Zungen gesungen wurde? Unterschiedlich. Ich glaube, dass sie mehr darüber geredet haben, als ich mitbekommen habe. Ich stand unter dem Schutz des Hauptpastors, wahrscheinlich auch schon damals der Kirchenleitung, die bis zuletzt meinen Dienst gestützt und vertreten hat. Ich sage das immer neu, weil damit das Gerücht aus der Welt kommt, ich sei ein Märtyrer der Landeskirche, was ich überhaupt nicht bin. Sie haben sicherlich auch manchmal Neid empfunden, denn jeder Pastor möchte seine Kirche voll haben. Was aber wichtiger ist als dieses, ist die Reaktion auf andere Pastoren, die sich geöffnet haben und in ihren Gemeinden solche Gottesdienste begonnen haben in einem kleineren Rahmen. Das macht mich sehr froh, dass das weitergelaufen ist. Es war nicht so, dass ich alles in Petri ballte und die anderen blieben leer aus, sondern sie haben selber begonnen, ich sag mal so ein halbes Dutzend oder bis zu 10 Pastoren der Landeskirche haben begonnen, in ihren Gemeinden solche Gottesdienste anzubieten. Gut, und dann wurde es immer mehr, bis 1000 Leute in den Gottesdienst kamen. Ja. Woher kamen die alle? Waren das Leute, die vorher noch nicht in der Kirche waren oder die vorher in anderen Kirchen waren? Es waren Leute, die nicht in der Kirche Jesu Christi waren, wenn ich das so sagen darf, die nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus hatten. Von diesen Leuten gab es und gibt es viele, die in der Kirche Mitglieder sind, aber den Herrn der Kirche nicht selber kennen, Jesus nicht kennen. Wenn Sie überschlagen wurden, wie viele Leute haben in jener Zeit Jesus kennengelernt? Zum Glück weiß ich das nicht. Ich höre bis heute Berichte, Leute kommen zu mir und sagen, ich danke Ihnen, dass sie mir damals geholfen haben. Ich bin froh, dass ich diese Breitenwirkung nicht mitbekommen habe, nur zum Teil mitbekommen habe. Ich hätte das vielleicht geistlich nicht verkraftet, ich wäre vielleicht abgehoben oder so. Deswegen kann ich die Zahl ganz schlecht beantworten. Ich kann nur sagen, es gab Hauskreise, das war das dritte Bein unserer Gemeindearbeit, die Grundkurse als Einstiegsdroge, die Gottesdienste in der Hauptkirche und die Hauskreisarbeit, wo man in Gruppen bis zu 10, 12 Leuten zusammen war und Christsein eingeübt hat. Wir hatten, glaube ich, 60 Hauskreise, wenn ich mich erinnere. Und wie ging es dann weiter? Es gab neben dem Schönen Konflikte. Ich will das sehr vorsichtig ausdrücken, weil es Leute gibt, die das miterlebt haben und die Sendung vielleicht sehen. Aber überall, wo geistiges Leben neu aufbricht, gibt es Konflikte, habe ich festgestellt. Das ist keine Besonderheit meiner Zeit gewesen. Es gab einen Teil der Kirchenmitglieder von St. Petri, haben sich gestört an dem, was wir gemacht haben. Wobei interessanterweise niemals die Geistesgaben den Punkt der Kritik ausgemacht haben, sondern die Christusverkündigung. Ich habe gesagt, niemand ist ein Christ, der nicht Jesus sein Leben gegeben hat. Das habe ich seit meiner Vikarszeit in Bayern überall gesagt. Und dann haben sie gesagt, Kopfermann spricht uns den Glauben ab. Ich habe das nicht getan. Ich habe gesagt, ich habe Leute kommen lassen. Also sie haben gespürt, dass sie durch die Verkündigung eine Frage an ihr Leben beantworten sollten. Das heißt, ich hatte Feinde in der eigenen Gemeinde. Und das hat mich vor die Frage gestellt, ob mein großes Thema, nämlich die Gemeinden können erneuert werden, vorhandene Kirchengemeinden, ob das realistisch war. Ich hatte ein Konzept von Erneuerung,
Das war durchaus volkskirchlich gedacht. Ich dachte, erneuert ist eine Gemeinde, wenn die gesamte Leitung, die Pastoren, der Diakon, wenn er da ist, der Jugendleiter, die Kirchenmusiker, wenn sie an einem Strang ziehen. Ich wollte Leute nicht aus der Kirche rausschmeißen, die nicht glauben. Ich wollte sie zur Mitte hin einladen. Und ich war nicht glücklich darüber, dass meine Arbeit wuchs und wuchs und wuchs und die anderen Bereiche von St. Petri abweisend reagierten. Ich hatte eine Vision für eine gesamterneuerte Gemeinde. Das haben meine Kollegen und die anderen Mitarbeiter als Anmaßung empfunden. Dann habe ich rumgehört, ob das irgendwo in Deutschland passiert sei, dass eine ganze Gemeinde erneuert ist. Ich habe mich gewandt gegen das neupietistische Modell, dass es zwei Gemeinden gibt. Die eine wird betreut und die andere ist lebendig in Gebetsgruppen oder so. Ich wollte die ganze Gemeinde erneuert sehen. Das ist nicht passiert in Petri. Und das ist nicht passiert irgendwo in Deutschland. Und das ist nicht passiert in Norwegen und Schweden und Finnland, wo ähnliche Strukturen waren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob es für Geistesgaben eine erneuerte Gemeinde braucht, nicht nur den Raum, dass wir in einer Nische die Dinge praktiziert werden können, sozusagen nach dem Motto, das haben wir auch, das gibt es auch bei uns neben vielem anderen, sondern dass eine durchgehend erneuerte Gemeinde nötig sei. Wobei das ja bei Ihnen keine Nische mehr war. Es war eine große Nische. Die Verantwortlichen an St. Petri konnten sagen, wir haben alle modernen Trends der Kirche aufgenommen. Wir haben eine moderne Seelsorgebewegung, wir haben gute Kirchenmusik, wir haben eine große ökumenische Arbeit. Wir haben auch den Kopfermann mit seiner Charismatik. Es kommt alles vor. Das war mir zu wenig. Und da liegt ein echter Konfliktpunkt, der bis heute besteht. Ist eine volkskirchliche Gemeinde, wo man durch die Taufe Mitglied wird, ist das eine Gemeinde nach Gottes Willen? Auf diese Frage läuft es dann zu. Ich habe dann noch in Amerika Gemeinden erlebt, die freikirchlich waren und die blühten. Und die Lutheraner krebsten eher so dahin, was ihre Dynamik angeht. So ist durch eigene Erfahrung, durch Nachdenken, durch sich umgucken, eine Entscheidung gewachsen in einer gewissen Zeit, nämlich den freikirchlichen Weg zu gehen. Aber früher, sagten Sie ja selbst, vertraten Sie die These, wichtig ist, dass man sich in der Landeskirche engagiert, dass es gläubige Menschen dort gibt, engagierte Menschen und die von innen heraus das Ganze verändern. Irgendwann mal haben Sie gesagt, nein, das ist der falsche Weg. Was war da genau der Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, Volkskirche ist für mich nicht erneuerbar? Also ich achte nach wie vor diejenigen, die in der Landeskirche bleiben. Ich habe Freunde in der Landeskirche, ich achte sie tief. Ein Mann wie Thies Hage, der hier im Hamburger Umfeld viel macht, ist ein Freund von mir, einer von nicht wenigen Freunden. Ich empfinde nicht, dass jeder diesen Weg gehen muss. Für mich hat er sich nahegelegt. Ich fragte mich, was die charismatische Bewegung von Gott her gesehen bewirken solle, ob sie eine Befruchtung der Landeskirche bringen sollte, indem da Inseln einer charismatischen Frömmigkeit entstehen, oder ob sie ein Schritt wäre in eine Umstrukturierung, Umschmelzung der Landeskirche. Und so kommt hinzu, dass die Landeskirche sowieso seit Jahrzehnten am Schmelzen ist, am Wegschmelzen ist und in einer tiefen Krise lebt. Also meine Einsicht kam nicht zu einer Zeit, als die Kirche blühte und es ihr sehr gut ging, zahlenmäßig, statistisch, glaubensmäßig. Ich glaube, dass sie sich einem Endpunkt zuneigt, nach 1000 Jahren, mehr als 1000 Jahren, wo Gott sie als Werkzeug benutzt hat. Und ich glaube, dass eine Zeit gekommen ist, wo Raum sein sollte für Neugründungen. Aber ich sage das ganz unpolemisch heute. Es ist nicht der Punkt, dessen wegen ich nachts nicht schlafen kann. Wenn jemand Jesus predigt und Jesus lebt, dann ist er mein Bruder, meine Schwester. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Aber die Kirchenfrage sollte ganz anders aufgegriffen werden. Ich habe ein Buch über Volkskirche geschrieben, das ist nie wirklich diskutiert worden. Ich halte es für einen Klassiker, dieses Buch. Dann lassen Sie uns eine der Dinge diskutieren. Ja. Sie schreiben da ausführlich über die häufig gehörten Einwand. Wer seine Kirche liebt, in ihr zum Glauben gekommen ist, der verlässt sie nicht, sondern ist treu zu seiner Kirche und engagiert sich dort.
so wie Christus ja auch die Gemeinde liebt. Diese Stelle in Epheser 5, 25 folgende. Ich bin ja lutherisch geprägt und in der Augsburger Konfession, dieser großen Bekenntnisschrift, steht, dass es genügt, dass man im Evangelium übereinstimmt und in der Sakramentsverwaltung und dass die Strukturen der Kirche offen bleiben, dass sie nicht festgeschrieben werden. So ist von diesem lutherischen Ansatz hier Raum für Freikirchen. Das heißt, es ist nicht etwas, was automatisch an das Leben einer Staats- oder Landeskirche gebunden ist. Und ich glaube, dass Kirchenformen nicht neutral sind, sondern das Evangelium fördern können oder eben auch schaden können. Volkskirche ist eine große Suggestion. Du bist Christ, wenn du als Baby getauft bist. Gegen diese große Suggestion kommen die meisten Pfarrer nicht an. Und ich denke, wenn man das durchzieht, Christ ist, wer Jesus bekennt, stellt sich die Sache anders dar. Viele sagen, das genügt mir, dass ich Gebetsgruppen bilde, wo sich die Frommen sammeln können. Wir brauchen keine neuen Strukturen. Mir schien es wichtig zu sein, die Strukturfrage anzugehen, neben der geistlichen Frage nach Jesus. Wie war das dann? Irgendwann mal haben Sie dann in St. Petri, wie gesagt, Kirche war voll, 1000 Leute gesagt, sagt der Pastor, der viele Leute in die Kirche gezogen hat, aus dieser Kirche trete ich aus. Das hat viele sehr irritiert, weil sie von den inneren Kämpfen, die wir hinter den Kulissen durchgeführt haben, an Petri nichts wussten, weil ich für sie der Pastor und die Kirche war. Sie hatten vorher keine Kirche. Sie konnten das zum Teil nicht verstehen. Manche waren auch sehr traditionell geprägt und haben gesagt, wir verlassen unsere Kirche nicht, das ist unser Zuhause. Diese Gruppen sind dann auch da geblieben. Andere sind mit mir in die Freikirche gegangen. Das Ganze fing nicht bei der Basis an, sondern bei einem Gespräch mit meinem Bischof, der mich zitierte im September 88. Und ich wusste, wenn ich jetzt zu ihm gehe, dann wird er mich nach der Frage stellen, wollen Sie austreten? Es ging in Deutschland das Gerücht drum, ich wollte austreten. Ich habe das, glaube ich, nie gesagt, aber es wurde so geraunt. Und dann hat er mich als erstes gefragt, wollen Sie austreten? Und da muss ich ehrlich sein. Ich habe gesagt, ja. Und als Begründung habe ich gesagt, im Neuen Testament ist es so, wenn Jesus geprägt wird, dann erfolgt Zustimmung und Ablehnung. Dann folgt Ja und Nein, dann folgt Begeisterung und Hass. Dann lächelte er und sagte, das ist bei uns nicht vorgesehen. Okay, das heißt, der Bischof sagte, die Entzweiung um Jesu Willen hat keinen Platz in der Kirche. Er hatte wie fast alle Bischöfe in Deutschland als oberstes Ziel, das Ganze zusammenzuhalten. Ich habe da in Ihrem Buch dazu ein Zitat gelesen, in dem Sie das gerade noch mal auf den Punkt bringen. Da schreiben Sie, das Evangelium hat es in sich, dass es auf der einen Seite vereint und auf der anderen Seite spaltet. Jesus hat das deutlich gesagt. Genau dies erleben wir auch heute in der ganzen Welt, natürlich auch in Deutschland. In der Praxis löst dieses Phänomen bei deutschen Volkskirchenleitungen ständig Abwehr aus. Tritt in Gemeinden auch nur geistliche Unruhe auf, so bedrängen sie den Pfarrer, sein Verhalten zu überprüfen oder gar zu ändern. In dem volkskirchlichen System sind Konflikte um Jesu Willen einfach nicht vorgesehen. Sind denn in anderen Kirchen Konflikte um Jesu Willen vorgesehen? Auch in Freikirchen gibt es Konflikte um Jesu Willen. Ich habe mir keine Illusionen gemacht, als ich Freikirchler wurde, dass Freikirche nicht das Paradies auf Erden ist. Aber in der Freikirche kannst du voraussetzen, dass alle Mitglieder Jesus persönlich kennen, dass sie eine persönliche Beziehung haben. Und das gibt allen Gesprächen eine andere Bibelnähe. Das heißt, einer Ihrer Vorwürfe ist, dass die Landeskirche diese Unruhe und die Entzweiung durch die vollmächtige Verkündigung beunruhigt und nicht zulässt. Kann man das so sagen? Ja. Es gibt dann die Tendenz zu sagen, setzt euch an einen Tisch. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem früheren Bischof Hans-Otto Wölber. Der war nicht sehr gesprächig, ich traf ihn irgendwann auf der Straße. Und er sagte, sehen Sie mal zu, dass Sie in Petri nicht bald zwei Gemeinden haben. Und ging. Die größte Sorge ist, dass es Unruhe gibt, Spaltungen gibt, Konflikte gibt.
Also die Spaltung schlimmer als, dass die Theologie vielleicht nicht stimmen konnte. Ja. Und als Heilmittel wird dann oft empfohlen oder wurde oft empfohlen, dass man neben einen linken Pastor einen rechten setzte. Oder neben einen rechten einen linken, sodass angeblich alle integriert werden könnten. Das hat sich aber nicht bestätigt, glaube ich. Naja, bei Ihnen ist es ja gewachsen und viele kamen in der Volkskirche zum Glauben. Das heißt, es war ja fruchtbar auf irgendeine Weise. Ja, es war fruchtbar auf irgendeine Weise. Es war sogar sehr fruchtbar. Ich habe so eine Phase nie mehr als Freikirchler erlebt. Gut, aber das wäre ja wiederum ein Argument dafür, dass dieses landeskirchliche Breitenmodell der Nährboden für diese fruchtbare Phase war, die Sie, wie Sie sagten, in der Freikirche nicht mehr erlebt haben. Was ich jetzt sage, könnte wie eine Flucht klingen, aber ich meine, die Wahrheit ist wichtiger als der Erfolg. Ich war nie so erfolgreich als Pastor wie als landeskirchlicher Pastor. Aber die Frage, was die Kirche ausmacht, was die Kirche ihrem Wesen nach ist und wie sie leben soll, die ist uns neu gestellt. Heute kann man über Neugründung ganz anders reden nach 25 Jahren. Man kann sachlich darüber reden. Damals war das ein rotes Tuch. Sie sind dann nach 14 Jahren von St. Petri raus. Wie viele sind Ihnen gefolgt? Ich schätze mal so um die 1000. Und wie ging es dann los? Dann kommen Sie frisch aus der Landeskirche raus und treffen sich dann in irgendwelchen angemieteten Räumen. Wie war das damals? Abenteuerlich. Wirklich abenteuerlich. Wir haben dann im Unimax uns getroffen, Audimax uns getroffen. Also im größten Saal der Universität Hamburg. Ja, ja. Und dort Gottesdienst gefeiert. Ja. Und wie ging es dann weiter? Wir haben dann Räume gesucht. Wir hatten bereits in der Petri-Zeit Räume angemietet in einem Stadtteil von Hamburg, weil die Jugendarbeit so gewachsen war. Wir konnten aus dem Mietvertrag heraussteigen, aus dem alten, und ihn umschreiben in einen neuen auf die Ansgar-Kirche. Mhm. Und haben dann angefangen, ganz regelmäßig Gottesdienste zu feiern, mit allen Elementen, die uns vertraut waren. Da gab es keine Veränderung in der Form. Dann wurden wir kleiner, wir hatten eine Gemeindekrise, die sehr schmerzhaft war. Darf ich fragen, wie es dann zu dieser Krise kam, als Sie Freikirche waren? Das ist ganz schwer im Rückblick zu sagen. Ich würde gerne meinen Anteil daran betonen. Ich habe die Leute nicht genügend begleitet. Wir waren eine große Gemeinde, hatten ein Ausbildungsinstitut, hatten ganz viele, ich glaube 13 vollamtliche Mitarbeiter, also ein Riesenunternehmen für deutsche Verhältnisse. Und ich hätte den Einzelnen nachgehen müssen. Die Mitarbeiter begleiten, das wollen Mitarbeiter. Ich hätte ihnen nicht nur die Richtung weisen sollen, sondern ihnen mit ihnen den Weg gehen. Das habe ich aber kräftemäßig nicht geschafft und auch nicht getan. Da lag auch nicht meine Stärke. Und da hatte sich ein Unmut breit gemacht. Das heißt, die Mitarbeiter waren frustriert? Sie waren sehr frustriert. Und das führte zu was? Das führte dazu, dass einige gegangen sind. Der zweite Mann aus der Gemeinde ist gegangen. Wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis. Andere sind, der Jugendpastor ist gegangen. Die meisten sind geblieben. Das hat aber dazu geführt, das wäre die positive Seite, dass diese Neupflanzung von Gemeinden in anderen Teilen von Groß-Hamburg angefangen haben. Ich las, dass Sie 1992 die Idee einer Megagemeinde präsentiert haben. Ich meine, Sie waren ja schon relativ mega, ja, mit 1000 Leuten, aber mega hieß dann wohl noch etwas viel Größeres. Ja. Wie kam es dazu? Das war sicher sehr stark der Einfluss von Peter Wagner vom Fuller Seminary in Pasadena, Kalifornien, der ein großer Freund von großen Gemeinden war. Das hat mich fasziniert. Ich habe ihn sehr geschätzt, wie überhaupt das Fuller Seminar. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in unserer Petri-Zeit merkten, wie große Gemeinden Ausstrahlung bekommen. Wir hatten häufig mit der Presse zu tun, mit den Medien. Wir brauchten sie nicht einzuladen, sie kamen von selbst. Ich glaube, dass große Gemeinden, wie etwa heute die Stuttgarter Gemeinde unter Peter Wenz, Arbeitszweige entwickeln können, eine Ausstrahlung bekommen können, die kleine Gemeinden nie haben können. Ich glaube nicht, dass die große Gemeinde die Lösung aller Probleme ist, aber dass sie ein Instrument ist, das hier wirksam sein kann.
Offensichtlich bedeutete damals Megagemeinde noch deutlich mehr als 1000. Ja, sicher. Was war die Vision? Mehrere tausend. Und wie kamst du dieser Vision? Gut, Sie sprachen gerade von diesen Einflüssen vom Fuller-Seminar. Ja. Haben das dann präsentiert. Wie hat die Gemeinde darauf reagiert? Die Gemeinde war nach meiner Erinnerung nicht so begeistert wie der Leiter der Gemeinde von der Vision. Megagemeinde ist für manche in der Gemeinde keine schöne Aussicht, sondern das ist ein anonymer Haufen, wo man untergeht. Das musste ich erst lernen. Ich war begeistert und die anderen waren manchmal nicht begeistert. Ich las, dass Sie dann Pläne präsentierten für einen Neubau mit 2500 Sitzplätzen. Damals hatten Sie etwa 1000 Leute. Das heißt, da ging es dann konsequent weiter mit den notwendigen Schritten zur Megagemeinde. Zum Glück hat Gott das verhindert. Wie hat er es verhindert? Indem wir nicht den Zuschlag bekamen beim Kauf dieses Anwesens. Wir hatten die Idee, oder ich hatte die Idee, dass wenn eine Erweckung kommt, muss ein Gefäß da sein. Das war eine große Täuschung von mir. Das ist auch dumm. Wenn eine Erweckung kommt, sind viele Menschen da und dann ist auch Geld da in der Regel. Man kann dann schnell Räume improvisieren und bauen lassen, muss es nicht vorher machen. Das hätte uns in Probleme gestürzt. Wir hätten den Raum dann vermieten können, weil Hamburg sehr wenig große Treffpunkte hat oder hatte. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Das hat Gott wirklich verhindert, dass wir in diese Falle gelaufen sind. Hätte uns finanziell sehr belastet, überlastet. Welche Lehren ziehen Sie da rückblickend raus? Sie sind ja dann von St. Petri gekommen, vorher riesiges Wachstum und dann die Vision, noch mehr zu wachsen, die aber dann Gott gar nicht so zulässt. Im Gegenteil, es beginnt Schrumpfung. Woran lag es genau und wie können andere geistliche Leiter daraus lernen? Waren Sie abgehoben damals? Es mag sein, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, dass die Vision positiv ist, dass aber einen bestimmten Leitertyp braucht. Man muss ja stark delegieren, das habe ich reichlich getan. Man muss aber auch dafür sorgen, dass die Einzelnen sich wohlfühlen, dass sie kleine Untereinheiten haben, wo sie sich kennen können, austauschen können und die Bodenhaftung haben. Ich wünschte mir nach wie vor, dass es in Deutschland Megagemeinden gäbe. In unserem Fall hat Gott das nicht bestätigt, er hat aber eine Ausstreuung geschenkt. Heute trifft man in Hamburg in vielen Gemeinden Leute, die das weitergetragen haben, was sie in Petri bzw. Ansgar gelernt haben. Sodass es insgesamt eine Multiplikation gab auf der Fläche, nicht so sehr geballt in einer Stelle. Ich sprach heute Morgen auch schon mit Bibel-TV-Mitarbeiter, die in dieser Zeit damals St. Petri zum Glauben kamen. Aber wenn man jetzt Ihre Gemeinde anschaut oder die Ansgar-Kirche, wo wir hier jetzt gerade uns befinden, dann sind Sie ja heute weniger als damals, wo Sie aus St. Petri raus sind insgesamt, wenn ich das richtig sehe. Woran lag das jetzt auch auf die lange Sicht? Ich habe darauf keine wirkliche Antwort. Ich kann es versuchen, dass nicht die Zeit dafür war, dass ich nicht der richtige Mann für diese Art von Arbeit bin. Auf jeden Fall erlebe ich es für mich als eine Zeit der Läuterung, der Klärung. Jeder ist gefährdet, Größe bedeutet auch Macht. Das sind alles Versuche, das Geheimnis zu lüften. Was ich aber gerne nochmal betonen würde, wenn man in Hamburg rumläuft, da gibt es eine Menge von Neugründungen. Zum Beispiel gibt es eine Jugendarbeit in den Walddörfern, eine junge Gemeinde, die kommt von uns. Die Leute haben das mitgenommen und haben es dort umgesetzt, sodass der geistliche Impuls nicht verloren gegangen ist. Oder Vineyard Bergedorf, glaube ich. Das meinte ich eben, ja. Also wenn ich nicht egozentrisch denke, was ich mich bemühe, dann war es eine Multiplikation in anderer Form. Wenn Sie zurückblicken, also eine wirklich spannende Geschichte, wir sprachen gerade über den Segen, den wir heute davon noch sehen, was würden Sie dann selbst, Sie haben auf dem ganzen Weg einige
klare Entscheidungen getroffen. Was würden Sie heute vielleicht anders machen? Würden Sie noch mal aus St. Petri rausgehen, 88? Ich habe mich das deswegen sehr oft gefragt, weil ich sehr oft gefragt wurde. Auch nach 25 Jahren. Jemand sagte zu mir, dass Sie rausgegangen sind. Das war wie wenn man seine Frau verlässt und sich eine Geliebte nimmt. Das hat er mir vor 2 Jahren gesagt. Ein geistlicher Leiter. Ich glaube, der Schritt war richtig. Ich glaube, dass wir unserer Zeit voraus waren im Spüren von Tendenzen. Was ich weniger denn je tun würde, ist, die Gemeinde mit Programmen zu plagen, mit Thesen. Das heißt, das haben Sie damals zu viel gemacht aus Ihrer Rückschau? Das habe ich damals zu viel gemacht. Ich würde heute viel mehr Dinge wachsen lassen. Das mag auch mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun haben. Aber ich halte es in meinem Falle für einen Vorteil, weil ich sehr dazu neige, programmatisch zu denken, in Thesen, in Visionen, in Konzepten zu denken. Das bleibt so wichtig, aber es ist immer nicht das ganze Leben. Mhm. Gut. Was mich verbindet, das würde ich gerne noch sagen, das Anliegen, dass auch heute in einer schrumpfenden Kirchlichkeit und in einer gefährdeten Freikirchlichkeit, dass viele, viele Menschen neu zum Glauben kommen, dass wir alle Hürden abbauen, die das verhindern. Deswegen bin ich ein glühender Verfechter der Einheit der Gläubigen mit jedermann, der Jesus bekennt. Worin besteht denn diese Einheit? Meinen Sie das Leben der Einheit oder die Wurzel der Einheit? Die Wurzel der Einheit ist Christus. Ja. Und das Leben der Einheit? Wir haben uns zum Beispiel sehr stark in einem Arbeitskreis für charismatische Erneuerung, den sogenannten Kelch, engagiert. Ich habe mich sehr stark in der Evangelischen Allianz engagiert, habe sehr stark da jahrelang mitgearbeitet. Wir sind in der ACK heute. Nicht ganz ohne Bedenken, aber wir sind dabei. Wir sind bei der Gebetswoche für die Einheit der Christen jetzt am Anfang Januar. Wir machen gemeinsame Konzerte mit Leuten aus anderen Gemeinden. Wir pflegen die Beziehung zu den Nachbargemeinden. Also man kann fast nicht mehr machen auf dieser Schiene, als wir tun. Dann, das war jetzt der Schritt mit der Landeskirche. Dann bei der Gründung und Entwicklung einer Freikirche. Was sind da die Erfahrungen, wo Sie weitergeben können an andere, die in ähnlicher Situation stehen? Das Wichtigste ist, Leute zu haben, die stabil sind, die geistlich gesund sind, die auch menschlich gesund sind, die konfliktfähig sind, die integer sind. Es gibt leichter eine Übereinstimmung in Konzepten und Theologien, die ich für wichtig halte und nach wie vor wichtig bleiben. Das ist die eine Seite, aber zu gucken, dass die Leute ihre Ehe ordentlich führen, dass sie nicht abhängig sind von Suchtmitteln, dass sie nicht ihren eigenen Sieg suchen, ihr eigenes Königreich suchen. Und da gibt es unter vielen, die es tun könnten, nicht genauso viele, die es auch können. Zurückblickend, 1988 ist jetzt schon einige Jahre her. Wie hat sich denn die Geschichte auf die Landeskirche ausgewirkt? Gab es da dann Reaktionen darauf, Entwicklungen zum Positiven, die Sie in der Rückschau sehen? Dass Impulse aufgegriffen wurden, der Landeskirche sich verbreitet haben durch die Zeit damals? Ich hatte es schon angedeutet, es gibt solche Impulse, die weiterwirken. Es gibt sicher Impulse nach der Petri-Zeit. Es gibt eine jüngere Generation von geistlichen Leitern, die uns in der späteren Phase gekannt haben, in der Ansgar-Phase, nicht in der früheren Phase. Aber es gibt auch Leute, die den Impuls von damals, von der Petri-Zeit her, durchgehalten haben. Was raten Sie jemand, der jetzt irgendwo in der Volkskirche unterwegs ist und sich da einbringt und natürlich kleine Schritte sieht, aber manchmal dann auch wieder mit dem großen Ganzen zu kämpfen hat? Dass er sich Verbündete sucht, dass er Bruderschaft lebt, dass er nicht alleine Gemeindeaufbau macht. Gemeindeaufbau ist eine Aufgabe, die man alleine nicht schafft. Man braucht jemanden, der einen Rücken stärkt. Nun haben Sie damals viel Hoffnung auf freikirchliche Entwicklungen gelegt. Ihre eigene Freikirche ist in den letzten 25 Jahren eher geschrumpft. Und auch sonst gab es jetzt deutschlandweit nicht den ganz großen Freikirchenwachstum. Irgendwo stagniert das ja alles. Woran liegt das? War das eine Fehleinschätzung? Was ist jetzt dran? Wir haben
eine Zeit hinter uns, die letzten 10 Jahre, wo wir ganz stark an Methoden gearbeitet haben. Und das war sehr wichtig. Die haben uns Anregungen gebracht, aber keine Durchbrüche. Wir haben missionarisch ein Nullwachstum in Deutschland. Gut, aber was bedeutet das jetzt? Was stattdessen? Heiliger Geist, Gebet, Hingabe. Erweckung wird auf den Knien empfangen und nicht in den Konferenzräumen. Ich weiß, dass ich damit ein Schlagwort verwende, das für viele abschreckend ist. Aber ich habe die Erweckungsbewegung wirklich studiert. Im 19. Jahrhundert habe ich ein Buch darüber geschrieben. Und was ist die Quintessenz? Die Quintessenz ist, dass Erweckung von denen empfangen wird, die sich danach ausstrecken. Die das auch wollen. Die wollen, dass ein Flammenmeer über Deutschland kommt. Nicht bloß ein Flämmchen hier und da. Sie sind derjenige, der für viele das Thema Heiliger Geist wieder aufgebracht hat. Jetzt zurückschauend, die charismatische Bewegung, was würden Sie der charismatischen Bewegung noch mitgeben, wo Sie sagen, das sind Punkte, wo es aufzupassen gilt oder vielleicht gilt, Dinge noch zu ergänzen? Die charismatische Bewegung, wie ich sie kenne in Deutschland, kommt mir vor wie Kinder, die am Ufer eines Sees spielen. Sie sind bis zu den Knien im Wasser und sie sehen zu wenig. Ist mein Eindruck, dass das Wasser tiefer geht, dass man darin schwimmen kann. Wir haben uns in Anfangserfahrungen erfreut, das war schön. Wir haben neue Lieder gesungen, wir haben neue Gaben empfangen. Aber ich glaube, dass Gott durch die charismatische Bewegung eine Botschaft hat an die Weltchristenheit. Sie ist der stärkste Flügel in der ganzen Weltchristenheit heute, wenn ich die Pfingste dazu nehme. Ich glaube, Gott möchte seine Kirche umschmelzen. Er möchte, dass immer weniger menschliche Methoden und Marschrouten und Konzepte eine Rolle spielen. Dass man die mit links aneignet, muss sie sich aneignen. Es muss ordentlich geprägt werden. Es darf nicht dauernd nur Schlagworte geben. Ich bin sehr für handwerklich gute Arbeit, wirklich. Aber das macht es nicht. Sondern die Apostelgeschichte ist ein Zeugnis wie der Heilige Geist, wenn er Raum hat, Dinge übernatürlich wirken kann. Und da steht noch vieles aus. Und was muss man tun, damit der Heilige Geist wirken kann? Vor allen Dingen seine eigene Kapitulation zugeben, zugestehen, dass man es nicht kann, was man doch glaubt zu können. Also ich bin heute überzeugt, dass viele Dinge, die ich in der Petrizeit getan habe, aus meiner natürlichen Begabung stammten. Das ist nicht schlimm, aber das ist für heute zu wenig. Die Zeit ist härter geworden, die Auseinandersetzung mit dem neuen Denken. New Age ist stärker als je. Die Leute kommen nicht mehr so schnell zum Glauben. Das Evangelisieren in den 80er Jahren war viel leichter als heute. Wir brauchen deswegen auch eine stärkere Waffenrüstung. Wir brauchen mehr Zeit des Gebets, gemeinsam und alleine. Wir brauchen ein tieferes Eindringen in die Botschaft des Evangeliums. Ein stärkeres Zuhause-Sein im Evangelium. Wir brauchen das Benutzen der Methoden, aber das über die Methoden hinausgehen. In einer neuen Bedürftigkeit. Wir müssen zugeben, dass wir so arm sind wie noch nie. Wir haben nichts in den Händen mehr. Und Gott wird uns die Hände neu füllen. Das ist mein Eindruck. Und das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Pastor Kopfermann. Nachdem ich überall im großen, weiten christlichen Bereich schon auf Menschen gestoßen bin, die mir von Ihnen erzählt haben oder die von Ihrem Wirken gezeugt haben, war es jetzt sehr spannend für mich, das alles auch noch mal persönlich von Ihnen selbst zu hören. Und ich denke, so geht es auch den Zuschauern. Danke für Ihren Bericht über die Dinge, die damals in St. Petri und danach hier in der Ansgar Kirche passiert sind und für den Ausblick, den Sie uns gegeben haben. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind genauso inspiriert. Danke, dass Sie dabei waren.